Willkommen zurück in Raccoon City, im Police Department, mit Leon. Wir werden uns in dieser Folge auf den Weg in den Keller machen. Ja, ich befürchte Schlimmes. Auf jeden Fall wollte ich euch noch zeigen, was ich letztens noch gefunden habe, neben ein paar Kräutern, die ich euch nichts zeigen werde. Einmal das Kabel, welches wir auch jetzt unterwegs benutzen werden. Und ich habe in einer Schreibtischschublade, wie ich ja schon erwähnt hatte in meiner letzten Folge mit Claire, ein paar, naja, Gunparts gefunden. Checken wir die mal. They look like parts for a gun. Ja, und ich glaube, dass man die kombinieren kann mit der Pistole. Das probieren wir mal. Jawohl. Da hat man nämlich so eine schöne Pistole mit Schulterpolster, Holster, nee. Was ist das? Na, so ein... für unter die Schulter klemmen. Kann man besser zielen und so. Kann man hier umstellen zwischen Auto und Manual. Wenn man Auto eingestellt hat, glaube ich, schießt die Pistole 3 Schüsse hintereinander. Also vollautomatisch. Also halbautomatisch. Hat schon was. Allerdings ist das eine ziemliche Munitionsverschwendung. Deswegen lieber auf Manual. Ich glaube aber auch, die Durchschlagskraft ist ein bisschen erhöht dadurch. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe sowieso ziemlich wenig Ahnung. Ja. Stock Holster. Capable of firing 3 rounds. Sag ich ja. Das ist eigentlich ganz praktisch gegen größere Gegner. Wie zum Beispiel Licker oder so. Ich glaube, gegen Zombies, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen too much. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg noch und jetzt müssen wir hier lang gehen. Moment. Okay, ja. Mit Claire haben wir in der letzten Folge die Tür aufgesprengt. Mit Leon sind wir noch nicht so weit. Komischerweise. Aber auch Claire hat in der letzten Folge den Herzschlüssel bekommen. So wie Leon eigentlich in seiner letzten Folge. Ich sehe Parallelen, ja? Ich sehe Parallelen. Drum müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir mit Leon nicht auch irgendwo noch ein bisschen Sprengstoff auftreiben können. Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir da auch in diese Tür müssen. Ich weiß noch nicht, wo man den Plastiksprengstoff herbekommt. Der Kollege liegt immer noch da oben rum. Schild fleißig auf dem Boden. Und den Herzschlüssel haben wir benutzt und weggeworfen. Ist wie gesagt nur für diese eine Tür. Und danach nutzlos. Eigentlich ziemlich praktisch. Die 2 Kräuter, glaube ich, lasse ich da erstmal liegen. Ja, die Fenster. Kommt einem bekannt vor, ne? Wisst ihr, was wir da jetzt machen? Wir benutzen jetzt hier mal an der Stelle unsere Kabel. Denn mit den Kabeln können wir die Fenster verschließen. Genau. Dann passiert nämlich genau das nicht, was ihr in der letzten Folge bei Claire gesehen habt, dass da Zombies durch die Fenster gekrochen kommen. Allerdings hat man immer nur ein Kabel. Und es sind 2 verschiedene Fenster. Juhu! Mehr Shotgun-Scheiße. Das ist immer praktisch. Oh, hier ist noch eine Klapptür. Okay. Aber den werden wir sicherlich noch finden. Vielleicht sogar im Keller. Ich weiß es nicht. Oh, Moment, ich höre einen Licker. Dann müssen wir erst mal die Schrotflinte. Sicher ist sicher. Sehen wir den? Ja, den sehen wir schon. Komm, put. Hallo? Ne, es ist gar kein. Es ist ein Hund. Auch wenn ich ihn kaum sehe. Es ist ein Hund. Na. Resistente Viecher. Ist ja gut. Mach es jetzt mal langsam auf! Gott, jetzt sterb doch bitte mal! Das ist so das erste Mal, dass wir in dem Spiel Hunde begegnen, oder? Bist du jetzt tot? Dankeschön. Freut mich. Wow! Von beiden Seiten! Oh oh.
Danger, Danger. Ja, wir sehen uns gerade, wir sehen uns. Ich glaube, ich benutze doch mal die Schrotflinte. So. Schnell diese Viecher hier vom Hals halten. Ah. Du lebst noch? Diese Dinger, die haben... Das ist unglaublich. Nee, nicht checken. Ich wollte kombinieren. Nee, schon besser. Wie viel Energie haben die Viecher? Tut mir jetzt leid, Hund, aber du musst jetzt gequält sterben. Ich bin zwar eh nicht gegen Tierquälerei, aber wenn man es nicht schnell erledigen kann, muss man es manchmal langsam tun. Hier blinkt was. The power of the card reader is off. Das heißt, Weapon Storage is electronically locked. Gut, also wenn die Power off ist, ist natürlich die Tür zu. Hier scheint es zur Parking Area zu gehen. Gut. Ich will jetzt erstmal nicht mein Auto umparken. Welches ich ja gar nicht habe. Der Raum ist auch rot. Der gefällt mir nicht. Sieht so nach Gefahr aus. Hier könnte Munition rumliegen. Oder auch nicht. Vielleicht ist einfach nur eine Tür da. Ja, da war eine Tonne. Und ich dachte, vielleicht ist in der Tonne ja irgendwo... Oh, ich höre schon wieder Hunde. Ah! Achso. Gut, das Kraut hat man wahrscheinlich gesehen. Nur ich nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ja, wie machen wir das? Wieder mit der Schrotflinte, oder? Ja, sicher, sicher. Ja, Hauptsache sie sterben schneller. Es gab gerade einen kleinen Replay. Das Game ist mir gerade abgestürzt. Seltsamerweise. Ah, wow! Ja! Versteckt euch doch noch woanders! Will you go down? Ja, natürlich will ich weg. Schnell von diesen Hunden. Die sind da runtergesprungen! Verdammte Viecher! Unglaublich. Durch den Replay hat sich jetzt auch ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt weniger Schrotflinte benutzt und mehr die Pistole. The fence is broken. It's too small for an adult to enter. Und ich habe auch die Kräuter nicht benutzt, weil nicht gebraucht. Okay, was ist das hier? Sind wir unten? Das ist aber nicht die Kanalisation, oder? Ich meine, ich bin zwar so... ...so klein... ...naja... ...naja... So ...Leiter runtergestiegen. Sah auch aus nach einem kleinen Abwasser... ...Kanal. Aber das sieht hier nicht aus wie... ...naja, irgendwie sieht es doch schon so aus wie... Die Kanalisation. Nur, dass hier halt ein paar Baumaterialien rumstehen. Und hier ist eine Kiste und ein Speicherraum. Wozu das denn? Das leuchtet mir noch nicht ganz so ein, aber... Ich werde mal gucken, was ich daraus machen kann. Wie gesagt, die Kräuter habe ich jetzt nicht benutzt beim Replay. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Bei dem Fans komme ich gerade nicht vorbei, weil zu groß und so. Und sonst fällt mir eigentlich gerade nichts ein. War das Ganze jetzt sinnlos oder wie? Gut, dann gehen wir halt wieder nach oben zu den freundlichen, freundlichen Hunden. Einfach nur um gefressen zu werden. Wow! Ihr könnt nichts gegen mich ausrichten, Hunde. Ich bin zu schnell für euch. Okay. Also wenn wir da bei den Hunden nicht weiterkommen, dann versuchen wir es doch mal in dem hübschen roten Raum. Und der Parkplatz ist auch noch. Autopsy Room. Nein. Gut. Gut. Es ist verschlossen. Das ist ja schon mal positiv. Da wollte ich nämlich auch gar nicht dann rein. Autopsy Room. In einem Zombie-Spiel. Ja, spring doch gleich in den Abgrund der Hölle. Was ist das hier? Okay, das sieht anscheinend offen aus. Das könnte ein Generatorraum sein. Was ist das? Ein Tisch? Oh, Kraut. Es liegen wieder so viele Kräuter rum und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die werden sicherlich irgendwann mal offscreen eingesammelt. Was ist das denn? Da liegt doch was. Ah! Police B1 Map. Ja klar, nehm mit. Warum auch nicht? Wenn es mir schon geschenkt wird.
Das hier war da noch irgendwas, oder? Ne? Reserve Power Control Panel. Power can be routed to the areas with insufficient power using the 5 switches. Using all the power may cause a short cut in the power supply. Okay. Also nicht alles an Power verbraten. So, wird ja so ganz am Rande so dezent dargestellt, dass man, glaube ich, auf 80 kommen sollte. Wie machen wir das? Bringen das überall an den Schaltern steht 36. Und 14. Darunter. Das habe ich nicht gesehen. Mal gucken. Ja, das könnten tatsächlich 36 sein. Ja. Boom. Achso, nee, das. Okay. Vielleicht. Aber unwahrscheinlich. Ne, mit 2x14 runter, das geht natürlich nicht mehr gut. Zück. Power supply is slightly low. Das bringt uns nicht weiter. Man kann die natürlich auch down. Ob man die jetzt auch schon am Anfang down machen kann? Höchstwahrscheinlich. Down. Up. Down? Ich, na, das glaube ich funktioniert nicht mehr ganz. Obwohl. Okay. Es funktioniert. Also man hätte sich das natürlich jetzt auch vorher ganz einfach machen können, indem man sich mal eben so eine kleine Tabelle aufmalt und sich das kurz ausrechnet, aber da war ich mir jetzt zu fein für. Apropos was zu schreiben, ich habe eigentlich was zu schreiben hier, ich hätte das eigentlich machen können. Naja. Das heißt aber jetzt, wenn wir Power haben, dann ist jetzt... Nee, dann ist das natürlich nicht... Das ergibt keinen Sinn, das Ding ist ja mit einem irgendeinen Key verschlossen, aber jetzt das hier müsste jetzt offen sein, oder? Na okay, das ist bloß der Card Reader. Das heißt ja nicht, dass die Tür offen ist, oder? Ja, genau. Das ist jetzt die Grundvoraussetzung dafür, dass wir die Tür öffnen können, dass jetzt Power da ist, aber mehr auch nicht. Na dann gehen wir halt mal den Parkplatz. Tiefgarage. Untersuchen. Marvin. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Welche Uniform? Ich bin doch halb nackt. Who are you? Das ist eine gute Frage. Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Das ist definitiv nicht Marvin. Marvin trägt kein rotes Cocktailkleid. Ja, wir verstehen die Geste. Wir als, naja, fast ziemlich unterentwickelter Typ, Mann, müssen dir, schwache Frau, natürlich helfen. Ich bin mir sicher, Claire hätte den Wagen ganz alleine geschoben. Taffe Frau. The handbrake is loose, but I can't move it alone. Na dann, gleichzeitig. Au, meine Schulter. Und ich bin doch nicht krankenversichert. Wer parkt bitte schön Türen ein, ey? Das können auch nur Zombies gewesen sein. Du redest auch nicht mit mir, und dann halt nicht.
ist das hier? Das steht. Ich will das Schild lesen und wird weggeschoben, ey. Ada? Ada, wait! Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Nicht so eilig hier, ja, Madame. Ist die da rein? Gerannt? Hunde. Nee, da wird sie nicht reingerannt sein. Es sei denn, sie hat irgendwelche Schuhe an, die Hundeschritte nachmachen können. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht waren das ihre Geräusche. Dieses Tapsen. Hallo? Hier ist bloß Munition. Was ist das? A control panel for to release the lock. The lock appears to be open. Und dann? Hält uns ja nichts ab, ne? Da mal fröhlich rein zu spazieren in was auch immer das ist. Oh, die Zellenräume. Okay. Wo sind die gefangenen Zombies? Blue Orb? Ew, das sagt. Das heißt, dass bald Spinnen kommen. Überall diese Kräuter, ey! Mann! Ich würde dir gern noch ein oder zwei mitnehmen. Tu ich auch. Allerdings keine Blue Herbs. Und dann nachher werde ich vergiftet und dann schreie ich wieder nach eins. Ja, ist klar, aber. So lange werde ich mich gedulden. Was zum. Let me guess. You must be Ben, right? Get up! Now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Einfach so angerannt kommen hier. Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Ja, du kannst dich gut ausdrücken, Leon. Ich glaube, Leon sagte sowas, wir sollten zusammenarbeiten, von wegen, und so, die Stadt, und wir werden alle sterben, wenn nicht. What was that? Da stimmt uns jemand zu, wie ich gerade höre. Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? What? Ja, ja. Sprecht euch aus. Keine Angst. Ich werde es nicht weiter verraten. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Ja, da war ich schon. Da passe ich nicht durch. Und Ada verpisst sich. Ach, das ist gar nicht das. Das ist die Tür, wo ich kurz reingegangen bin. Okay. Und was ist das, wenn ich fragen darf? Es glänzt so. Ah, ein Manhole-Opener. Manhole. Ach. Jetzt ergibt das auch einen Sinn. Also, eigentlich nicht. Aber. Ich meine, die Kräuter, die blauen, ergeben jetzt einen Sinn. Wenn wir jetzt wirklich in die Abwässerkanäle runter müssen, dann weiß ich schon genau, was uns dann erwarten wird. Nee, ich töte die Hunde jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust darauf. Hier könnte man. Ja, wenn wir das jetzt öffnen. Aber anscheinend ist Ada nicht hierher gegangen. Weil das Ding war ja noch zu. Ich guck mal nach. Ja. Sehr gut. Rotes Kraut. Gern. Hallo.
Man bezahlt alles. Aua. Ja, geh runter. Boah. Das war jetzt ein teures Kraut. Na gut, ich... Oh Gott, ich hab sie schon gesehen, die Spinnen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja, komm mal. Dann nehmen wir natürlich die Schrotflinte. Keinen Grund, sich mit Spinnen anzulegen mit einer Pistole. Komm runter. Komm runter! Geht doch. Warum nicht gleich so? Dass diese Schrotflinte nur 5 Schuss halten kann, das wundert mich. Das ist eine seltsame Zahl irgendwie. Also bei anderen Spielen. Fuck! Fick dich! Ja, geht doch! Muss zwar nicht ganz explodieren, aber war schon okay. Ich wollte nur sagen, dass die 5 mich irritiert, weil bei anderen Spielen. Ich habe schon viele Zahlen gesehen, die mit der maximalen Munition von der Schrotflinte zusammenhängen, aber 5 ist mir noch nie aufgefallen dabei. Okay, wo bin ich hier eigentlich? Erstmal hier reingucken. Oh! Klingt nach einer Spinne. Hey, blaue Kräuter. Dann können wir jetzt ja mal so ein ultimatives Kraut herstellen. So ein rot-grün-blaues. Hätte ich auch vorher schon gekonnt, ich weiß. Aber ich musste das ja liegen lassen. Also ich musste nicht, aber ich tat es. Dann nehmen wir hier das. Die paar Farbbänder nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, wann ich wieder welche kriege. Jedes Mal, wenn ich speichern will, natürlich. Der Raum sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus mit dem anderen Raum. Wo die Hunde. Obwohl, eigentlich auch nicht. Andere Perspektive und da fehlt irgendwie die Eisenstange in der Ecke. Wo sind meine. Da sind meine Kräuter. Nicht Kräuter, sondern die. Die können wir auch erstmal wegtun. Ja. Ich bin so. Irgendwie würde ich gerne vielleicht dann doch, aber ne. Noch sehe ich keinen Grund dazu, die schwere Artillerie hier zu benutzen. Wozu? Ich bin ja jetzt noch nicht so in Munitionsnot. Also, geht. Wenn ich 0 Munition habe, also 0 Patronen für alle Pistolen, dann benutze ich vielleicht die tollen Waffen, die da so rumliegen. Aber noch nicht. It's sealed firmly. Toll. Was? Septic pool. Okay. Wusste ich gerade nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Septic. Doch wohl nicht septisch? Das wäre ja eklig. Nein, hier ist nix. Irgendwas. Moment hier. Toll! Dass uns das weiterhelfen würde. Looks like a panel to release the lock. There are descriptions for the plug. Ah! King plug insertion, Rook plug insertion, Bishop plug insertion und Knight plug insertion. Dafür ist das also da. Okay. Ja, das Problem ist, dass ich nur 3 Plugs habe. Und ich weiß auch genau, welcher Plug mir fehlt, nämlich der Night Plug. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. No one cares, Leon. Zumindest sah das so aus, als ob ich das sagen würde. It's a dead end. Oh, really? I could climb up there. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Ich geb dir einen Boost, wenn die Kamera mal eben wegschwenken würde hier. Ach ja. So kann man auch jemanden hochheben. Bück dich und sie klettert voll auf die Schultern. Also ich kenne Räuberleiter ein bisschen anders. Was? Oh! Yay! Wir spielen Ada. Tolles
Sprite da oben links in der Ecke von ihr. Was ist das? Nützliches? Check. It's a picture taken fairly recently. Super. Wenn ihr euch erinnern könnt, Resident Evil 1 Remake gegen Ende gab es hier einen Computer und viele Computer, aber einen speziellen und eine File. Und nein, File war ja ein Passwort Protection Hour. Au. Wo das eine Passwort John und das andere Passwort Ada war. Könnte hiermit zu tun haben. Hat es natürlich auch. Der Wissenschaftler ist natürlich John. Und das hier ist die Ada. Die da gemeint wurde. Und da sie jetzt auf der Suche nach John ist? There's a sewage disposal map. Will you take it? Of course. Dann würde ich dir aber raten, Ada sucht woanders. Zum Beispiel... Ach naja, das bringt auch nichts mehr. Das Herrenhaus steht ja nicht mehr. Und übrigens, ich habe John getroffen. Erstens rum. Ich habe ihn erschossen für dich. Das war sein Wunsch. Ja, ich glaube, seine letzten Worte waren, wenn du mich so siehst oder so, dann tu uns einen Gefallen und erlöse mich. Oder hat er sich selbst getötet? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das muss noch ein Stückchen sein. Das könnte ungefähr reichen. Mal wieder diese cleveren Kistenrätsel. Die ja so viel Spaß machen. Puh. Ich kann mich kaum zurückhalten. Schieb, schieb, schieb. Ja, genau, Kiste in Kiste. Ich hoffe, die Kiste ist versichert. Ja, und da frage ich mich nochmal, warum man in Resident Evil Zero nicht mit Rebecca Kisten schieben konnte. Nein, das musste Billy machen. Wenn selbst Ada das schafft, ja. Okay, Ada schafft's nicht, den Polizeitruck alleine zu schieben. Das schafft Leon auch nicht. Aber sie schafft es wenigstens, Kisten zu schieben. Erhebe ich! Erhebt euch, Kisten. Wunderbar. So. Tück, tück, tück. Da glänzt was. Ein Precinct Key. Das sollte jetzt der letzte sein. Check. It's in shape of a club. Der Club Key. Na dann. Haben wir ja alle. Können wir jetzt auch die letzten Räume des Precincts, also des Polizeipräsidiums, erforschen gehen. Ach, das heißt aber auch, dass wir... Oh Gott, oh Gott. Ah! Ah! Nach unten, wie es scheint. Das heißt aber auch natürlich, dass wir irgendwie die Leichenhalle. Das Sanatorium. Auch erforschen. Schrotflintenmunition, das bringt Ada, glaube ich, nicht so viel. Ada hat, glaube ich, keine Schrotflinte. Das bringt nichts. The water pipe is under construction. Was ist das? Alles nicht viel. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Vielleicht können wir ja Leon den... Oh, oh, die suchen wir. Vielleicht können wir Leon den Schlüssel irgendwie rüberwerfen oder so. Whee! Hallo, Hunde. Ah! Na, ich glaube, ich habe recht. Leon! Can you hear me? No, I can't. Ada, did you find anything? Ja. Right here. Den letzten Schlüssel, du Idiot. Hier, nimm das. Psch. Voll den Schlüssel in den Kopf geworfen. Boom. Wow, hey. Vorsicht mit den Shotgun, Schatz. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Natürlich. What? Ada, wait! Ja, genau. Wait! Kannst du einfach so davonlaufen? Will you take the club key? Ja. Aber viel lieber nehme ich die Munition. Ah, ich nehme beides. Damit sich keiner allein lassen fühlt. Und ich sollte vielleicht mal die Keys, die Plugs einsetzen gehen.
Das mache ich jetzt am besten direkt. Ich meine, fehlt natürlich noch eine. Aber dann müssen wir nachher vielleicht einmal weniger laufen. Weil das sind dann doch schon recht viele Plugs. Wenn wir jetzt schon drei brauchen, dann brauchen wir nachher nur noch einen. Gut, gut, gut. Müssen wir wirklich in diesen Scheiß Sanatorium, also in die ins Leichenaufbewahrungsdingsterbumster da. Das kann doch nicht gut enden. Ich gehe ja überall gern rein, aber nicht da rein. Zum Beispiel ein Raum fällt mir ein, wo man einen Schlüssel noch braucht. Da gehe ich sehr gerne rein. Weil wir da was Schönes finden werden, aber die Leichenhalle? Seriously? No thanks. Aber ich glaube, wir müssen da durch. Oder ich muss da durch. Will mal jemand meinen Job übernehmen für die nächsten 30 Minuten? Hm? Ja, da hilft doch keine E-Mail. Obwohl, vielleicht schon. Weiß ich nicht. Wo ist mein Key? Da ist mein Key. Habe ich noch was weggelegt? Ich glaube nicht, oder? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt wieder Richtung... Ich habe keine Ahnung. Wieder durch diese scheiß... Verseuchten... Tunnel. Ich hoffe mal, sind keine Spinnchen mehr da. So. Sieht nicht so aus. Ich glaube, das wird man hören. Und ich höre nur das Umgestapfe von Leon. Hunde! Hallo! Ah! Hey, das war fast professionell. Ja, nur fast. So. Da lang oder da? Na, ich glaube, das bringt jetzt nichts, mit dem Ben zu reden oder wie er hieß. Ich glaube, der wird mir nicht helfen. Und ich glaube, mit seinen Schlüssel. Sein Schloss kann ich nicht. Nicht aufschließen. Mit dem tollen neuen Schlüssel, den wir haben. Aber da hinten waren ja noch. Moment, ich habe doch noch ein Kraut vergessen, glaube ich. Ich meine, ich weiß noch, wo einige Kräuter rumstehen. Aber nehmen wir erstmal das mit. Das ist ganz praktisch. Kann ich mir nämlich gleich reinstopfen. Jupp. Und bringe natürlich nicht die ganze Gesundheit wieder. Unglücksfall. Ich frage mich, ob hier in den Autos irgendwas sein könnte. Hm. Habt ihr keine Munition in den Kofferräumen? Das sind irgendwie Polizisten hier. Ich höre was, was ihr nicht hört. Oder ihr hört es wahrscheinlich schon, aber... Lick! Ich sehe auch schon einen. Hallo, mein Freund. Töffchen. Shit. Wow. Wow! Der hat schon gewartet auf mich, der zweite. Arsch. Keks. Uiuiui. Das war scheiße knapp. Ja, der Grund, warum ich jetzt nicht in die Waffenkammer gegangen bin, ist, weil mir gerade eingefallen ist, mitten als ich vorbeigerannt bin, mit den Lickern da. Da fehlt ja noch was. Da bräuchte man natürlich noch eine Keycard. Und die habe ich nicht. Müssen wir uns jetzt erstmal hier vergnügen. In dem Raum mit Milch. Was auf dem Tisch steht. Hier in den Spinnen ist bestimmt irgendwas. Außer natürlich das offensichtliche Pornobild, was da vorne dran hing. Schrotpatronen. Wunderbar.
Ach ja, Pin-Up Girls, hallo. Kein Spiegel, das ist natürlich zum Kotzen. Hey Kollege. His throat and abdomen have been torn out. Oh, tut mir leid. Aber hier liegt es. Die geilste Waffe des Spiels. Die Magnum. Damit wir noch Spaß haben. Und die, glaube ich, noch ein Brief. A Watchman's Diary. 11. August. I finally had the chance to see blue skies for the first time in ages. But if it did little to lift my spirits. I was redeemed by the chief for neglecting my duties while I was up on the clock tower. There's only one thing I still don't understand. The chief seemed to be more concerned about the fact that I was up on the tower rather than that I was neglecting my duties. Why was the access to the tower prohibited in the first place anyway? I don't understand that. 5th September. I recently talked to the old man who works in the scrapyard out back. His name is Thomas. He's a quiet man and really seemed to enjoy chess. He even went so far to design a special key and lock engravement with chess pieces on them for one of the doors in the disposal yard. We made plans to play chess tomorrow night. I can't help but wonder how good he is. One thing that's been bothering me about him is the way he's always scratching himself. Does he really have some sort of skin disease, or is he just rude? Wieso ist man rude, wenn man sich kratzt? Na gut. Ich hinterfrag's nicht. Kratz, kratz, kratz. Ne. 9. September. Thomas was much better, was a much better player than I had imagined. I used to think of myself as a fair, decent player, but he did pretty good job on humbling me. About the only thing I imagine that could match his skills in chess is his appetite. All the guy did was talk about food throughout the entire game. He sounded fairly healthy, but he didn't look quite right. I wonder if he's okay. I was supposed to play another game of chess with Thomas. But he had to cancel it because he hadn't been feeling too well. He stopped to see me, but I told him to go back and rest since he literally looked like he was walking dead. Yeah, war ja auch. He insisted that he was just fine, but I could tell he was really having problems. Come to think of it, I haven't been feeling too good myself lately. Ja, vielleicht kommt's davon, weil du vor ein paar Tagen von irgendjemand gebissen wurdest. Ich habe keine Ahnung. Guck dich an. Ist ja nicht gut gegangen am Ende, wie es anscheinend. Auf jeden Fall war jetzt hier die beste Waffe im Spiel. Die Magne. Geil. Müssen wir sie nur noch vernünftig verwenden, möchte ich sagen. Ach, diese Metallgitter, da fühlt man sich gleich viel sicherer. Nehmen wir noch ein Kraut mit. Vielleicht habe ich mich jetzt mal, jetzt die Chance, mich mal voll zu heilen. Natürlich! Gut. Habe ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Mal nachdenken. Gibt's noch Räume? Ja, natürlich gibt's noch Räume. Ein Raum fällt mir noch ein, wo wir jetzt hin müssten. Dann gehen wir am besten hier durch. Und der eine Zombie, der da unten rumliegt, der ist immer noch am Leben. Also, untot. Weil, schon die ganze Zeit. Der wird einfach nur ignoriert. Weil ich da nicht lang gehe. Der hat sich da ganz absichtlich hingelegt und dachte sich, hey, ich schlag hier mal mein Camp auf und warte auf unvorsichtige Idioten, die hier vorbeilaufen. Und dann beiße ich ihn ins Bein. Eigentlich ein guter Plan. Aber da falle ich nicht drauf rein.
Die letzte Tür hier unten ist die hier. You have used the club key. War hier hinter der Presseraum? Ich glaube schon. Oder sowas ähnliches. Weiß gar nicht. Ja doch, das sieht nach einem Pressekonferenzraum aus. Hey, you can light the fire. A fire here. Ja, und dann auch mal. Zack. So, und jetzt? The number 11 has been etched. Will you turn the faucet on? No. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich machen soll. The number 12 has been etched. Will you know? Number 13 has been etched. Was liegt hier? Oh, ein Stealth Prayer. Ich glaube, dafür werde ich nicht genug Platz haben. It's totally messed up. Na, wie immer. Ich weiß nicht. Und ich werde es auch nicht aufräumen. Ist ja nicht meine Schuld. Hier ist, glaube ich, ein Mikrofilm oder so. Den nehme ich nicht mit. Zu viel Space. Gucken wir uns lieber mal das Bild an. A picture of a man on a carriage. Something is on the wheel. Light the queen, the king and the jack. Then the carriage will start returning. Queen, king, jack. Queen, king, jack. Queen. Ach so, das entspricht wahrscheinlich der Wertigkeit der Zahlen in einem Kartenspiel. Queen, King, Jack. Ich glaube, die Queen wäre dann die 12, wenn ich mich nicht irre. Ist jetzt bloß pure Vermutung. Der King wäre dann und der Jack wäre dann... Ist der Jack das Ass oder ist der Jack der Bube? Ich glaube, der Jack ist der Bube und wäre dann damit die 11. Ja. Gut. Juhu. Gut geraten. Naja. Gibt ja auch nicht viele Kombinationen, aber. Was? Ja, toll, dass das Rad da nicht mehr drin ist. Das ist mir schon klar. G. Coke Wheel. Zahnrad. Punkt. Aus Ende. Das Silver Spray ist natürlich verlockend, was da noch war, aber. Ich habe jetzt keinen Platz dafür. Keine Ahnung, wie ich das mitnehmen sollte. Das ist too much rum. So, mit dem Ding jetzt im Gepäck können wir natürlich. Fehlt mir noch ein anderer Raum? Ich weiß gerade gar nicht. Überlegen. Da oben auf jeden Fall und. Ja, laut denken ist scheiße, ich weiß. Entschuldigung. Aber leise denken geht gerade nicht. Das ist kompliziert. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt hin will, aber ich überlege noch, ob es noch was anderes gibt. Muss ja noch was anderes geben, weil ich habe den Schlüssel ja noch. Also muss noch irgendwo ein Licker! Woo! Sein, der mich töten möchte! Das ist sowieso klar. Anscheinend sind jetzt ein paar neue Gegner hier im Gebäude verteilt. Wie unfreundlich. So. Da muss noch irgendwo eine Tür sein, an die ich mich gerade nicht erinnere. Den Magnum können wir erstmal wegpacken. Den brauchen wir jetzt nicht. Denke ich mal. Was wir allerdings dagegen brauchen werden, ist das hier, die Crank. Und sonst aber auch erstmal nichts. Ich wüsste gerade nicht. Also wo wir jetzt hingehen werden, ist jetzt mal die Bibliothek. Ihr erinnert euch, da ist noch eine Treppe, die wir noch nicht hochgegangen sind. Das werden wir jetzt tun. Allerdings muss es noch eine andere Tür geben. Au, ich habe mich gar nicht gesehen.
Ich weiß zwar, dass du da bist, aber wenn ich dich nicht sehe, ist es unfair. So, im Prinzip genau wo wir jetzt stehen, eine Etage nach oben. Da kommen wir dann bald raus. Was? Ach nein! Ach ja, jetzt... Ah, genau. Jetzt passiert das Event hier. Was aber erklärt, bereits passiert ist. Zombies krabbeln überall raus. Aber das, würde jetzt auch an zwei Stellen passieren, nämlich einmal da unten Richtung Keller und jetzt da unten, wo wir den ersten Nicker gesehen haben. Aber das interessiert uns jetzt relativ wenig. Denn ich glaube, da unten, wo wir den ersten Nicker gesehen haben, müssen wir jetzt nicht mehr zwangsweise hin. Der Weg sollte eigentlich soweit erstmal abgesichert sein. Wir sind jetzt hier oben im Clock Tower. Den habt ihr ja noch an das Memo von gerade eben erinnert, von dem Wachmann. Als der ja meinte, dass der Chief so sauer wurde, als er hier oben im Clockturm war. Tja, der Chief hat hier oben nämlich was versteckt. Wie überall. Also der Chief hat irgendwie überall was versteckt. Und warum nicht hier? Tja. Ich meine, die Crank hat man zwar schon eine Ewigkeit. Und man hätte ja auch schon eine ganze Ewigkeit hochgehen können. Aber das Rädchen hätte gefehlt. Das man hier unten einsetzen muss. Looks like a switch. Will you push it? Of course. Und da wird eine Tür sich öffnen. Gut, jetzt haben wir wieder zwei Plätze frei, aber... wir haben den Nightplug. Gut. Hold this shoot. Will you jump down? Gerade nicht. Weil... Ich frag mich gerade, wo die letzte Tür ist. Da war doch... Unten im Keller war doch noch eine Tür, die verschlossen war mit dem... Oder? Ja. Klar, unten im Keller sind nämlich noch zwei Türen. Zwei Türen. Und eine davon ist verschlossen mit diesem Schlüssel. Ach, natürlich. Oh. Fuck. Warum springst du da rein? Oh. Wunder, ja. Was? Get away! Ups. Ben? Glotz mich nicht so an. Wo war das gerade? Wo sind wir eigentlich gerade hier? Wir sind doch hier bei Ben, oder? Ja. Mal nachgucken gehen. Komm schon, geh durch. Das ist strange. Dieses Auge. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest! It's burning! What's wrong? Good God, what was that? To Mr. Brain Ahrens, Chief of the Raccoon City Police Department. We have lost the Mansion Lab facility due to the actions of the Regard Operation Albert Wesker. Renegade Operation. Ach, natürlich. Regard.
Albert Wesker, the Renegade. Fortunately, his interference will have no lasting effects upon our continued virus research. Spoiler. Our only present concern is the presence of the remaining STARS members. Redfield, Valentine, Burton, Chambers and Vickers. Naja, Vickers ist jetzt nicht mehr am Leben. Brad, wir haben ihn getötet. Oh, er war schon tot. If it comes to light that the STARS have any evidence as to the activities of our research, dispose of them in such a manner that would appear to be purely accidental. Natürlich. Was? Continue to monitor their progress and make certain their knowledge does not go public. Annette will continue to our contract throughout this affair. William Birkin. To Mr. Irons, Chief of the Raccoon City Police Department. I have deposited the amount of $10,000 to the account for your services this term as per our agreement. The development of the G-Virus schedule to replace the T-Virus is near completion. Once completed, I'm certain that I will be appointed to be a member of the Executive Board of Umbrella Inc. It is imperative that we proceed with extreme caution. Redfield and the remaining STARS members are still attempting to uncover information on the project. Continue to monitor their activities and block all attempts to investigate the underground research facilities. William Burke. To Mr. S. Geht immer an den Chief. We have a problem. I have received information informing me that Umbrella HQ has sent spies to recover my research on the G-Virus. There are an unknown number of agents involved. They must not be allowed to take this project away from me, as it represents my entire life's work. Search the city thoroughly for any suspicious persons. Detain any individuals by whatever means demand necessary and contact me immediately through Annette. With these precautions, any possible threat should be eliminated. Hopefully. I will not allow anyone to steal my work on the G-Virus. Not even Umbrella. Signed, William Birkin. Fuck you all. The mail to the chief has been filed. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Hey, Ada, wait! Spoiler! Do you read me, John Claire? Is taught. We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Gut, Claire ist auch auf ihrem Weg. Angeblich. Das freut uns. Das ist schön. Immer noch zwei Räume zu besuchen, fällt mir ein. Vor allem den einen Raum, der mir gar nicht gefällt. Der Autopsie-Saal. Scary Bitch! Scary Bitch! Aber ne. Das wird schon. Das kann schon passieren mit ein paar Haufen Toten. Mit ein paar toten Leichen. Das ist ja sinnvoll. In einem Raum eingesperrt mit Leichen. Wei! Ach, scheiß Nicker. Welcher Raum ist das? Der da? Nee, nicht der da. Au! Stop. Hä? Jetzt ist er gut hier. Lauf ich zu Gangbang.
Ja, Discard und rein da. Jetzt ist mir der Raum doch lieber als der Gang hier draußen. Vielleicht auch nicht. Hier liegen ja so viele Leute rum. Alles ist okay. Nichts ist passiert. Ja, alles klar. Will you take the red key card? Weiß ich nicht. Muss ich dafür sterben? Okay. Ach du Heiliger. Wo ist die Schrotflinte? Komm rein. Okay. Du hast deinen Kopf verloren, mein Freund. Nein, das ist eine schlechte Idee. Ah, shit. Bein weggeschossen. So, komm doch, komm doch, komm doch. Das ist eigentlich Munitionsverschwendung, aber egal. Gut, die Munition ist aus, das heißt, alle sind tot. Angeblich. Ich verlasse mich auf diese Munition nicht. Hier lebt bestimmt noch einer. Was ist mit dem hier? Der liegt die ganze Zeit noch auf dieser scheiß Trage rum. Hey, mach auf. Du wurdest immerhin vom Spiel gerufen. Naja, dann bleib halt liegen, ist mir auch lieber. Ist mir sogar lieber. Jetzt muss ich nämlich wieder raus zu den Lickern. Och, ich will nicht. Ich könnte die eigentlich auch töten, aber. Hi! Au! Die können aber zu schnell zuschlagen! Wow! The power, yeah. Dann benutzt die Karte. Dude! Rein da, rein da, rein da, rein da! Phew. Willkommen in der Waffenkammer. Den wahrscheinlich sichersten Platz in dem ganzen scheiß Polizeipräsidium. Auch wenn das Ganze natürlich ausgeräumt ist, da wir eine Memo gelesen haben vom Chief, der meinte, dass so gut wie alle Munition aus dem Waffenlager überall im Gebäude verteilt werden soll. Was mir schon geholfen hat eigentlich durch das ganze Spiel. Aber ein bisschen was ist noch hier. Das ist natürlich praktisch. Ne? Komm, willst du wohl? Ja, gut. Was ist auch ganz wichtig in diesem Raum ist, dass man hier zwei Items findet, glaube ich. Oder eins. Eigentlich sollten es zwei sein. Genau. Erstens, there's a machine gun and a side pack. With a side pack, I can carry more items. Where you equip it. Also wie gesagt, man hat hier erstmal das Maschinengewehr. Das Maschinengewehr ist insofern cool, es hat 100% Munition. Man schießt, man kann recht lange damit schießen. Also eigentlich sind es glaube ich 100 Schüsse. Weil pro Schuss 1%, glaube ich. Ist nicht schlecht. Gute Waffe. Und das Sidepack kriegt man zwei extra Taschen. Auch cool. Nun ist es das Problem, dass wenn man das erste Mal spielt, wenn man beides mitnimmt, dann wird in diesem Raum nichts mehr sein, was der zweite Charakter beim zweiten Spieldurchgang, also bei dem B-Durchgang, zum Beispiel jetzt. Wenn ich jetzt mitnehmen würde das ganze Zeug, könnte Claire es nicht mitnehmen bei ihrem Durchgang, weil dann wäre das schon weg. Das ist nicht ganz logisch, aber so ist es. Also man muss überlegen, ob man sich das jetzt mitnehmen will oder sich das für den zweiten Spieldurchgang aufsparen würde. Ich würde raten, das für den zweiten Spieldurchgang aufzusparen. Da der zweite Spieldurchgang schwerer ist, der B. Aber ich nehme trotzdem das Sidepack auf jeden Fall mit. Denn ich kann euch ja verraten, dass meine beiden Speicherstände nichts miteinander zu tun haben. Also wenn ich mit Claire hierher kommen werde, dann ist hier trotzdem noch alles da. Hoffe ich mal. I should probably save it for Claire. Er sagt das sogar noch. I should probably save it for Claire. Aber na, weiß ich nicht. Ich brauche sie eigentlich nicht, weil wir haben ja schon eine. Ich lasse sie da. Was nämlich auch noch dazu kommt, ist, dass wenn man diese Waffe benutzt,
das Maschinengewehr, kriegt man automatisch einen Rang schlechter beim Rating am Ende. Das sei mal so viel dazu gesagt. Au! Au, au, au. Wow! Ganz cool bleiben. Scheiße, falsches Ende. Ach, Gott. Au! Au, oh shit. Oh shit. Shit, shit. Gott, oh Gott. Okay. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. Ein Schlag und ich bin tot. Und ich bin tot. Wunderschön! Prächtig. Verdächtig. You died. Ja, nach dem kleinen Schnitt befinden wir uns wieder im Storage Room, wird das Ganze hier genannt. Ich war diesmal ein bisschen gründlicher, hab den Plug dabei. Bin noch am Leben, mehr oder weniger. So gut wie es geht. Und wir gehen jetzt einfach mal Richtung dieser Konsole, wo man den Plug einsetzt. Ich habe euch also noch ein bisschen Weg gespart. Bin ich nicht nett? Nee, bin ich nicht. So. Igitt. Das ist das Ding, was aus Ben, oder wie er hieß. Ihm wächst ein Bein. Und ein Kopf. Und, ach du Kacke, bist du hässlich. Wow. Jetzt kotzt auch noch eine Runde. Fuchs. Ja, ja, ja. Ich habe nicht umsonst meine Magnum mitgebracht. Diese kleinen Dinger sind allerdings ziemlich nervig, muss ich zugeben. Ich will nicht die ganze Magnum erschießen. Vielleicht sollte ich mal... Diese kleinen Viecher sind echt nervig. Ich hoffe, die machen nicht allzu viel Schaden. Oh doch! Oh, oh doch, sie machen einiges an Schaden. Okay. Versuche jetzt mal an dem Ding vorbeizurennen und dann von hinten anzugreifen. Hi! Von diesen. Doch, geh weg von mir! Ekelhafte Viecher. Es ist tot, es ist tot, es ist tot, ich hoffe mal. Sterbt, ihr kleinen Viecher, ey. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwas gegen die tun kann. Auf jeden Fall. Das hängt mir genau am Arsch. Hallo? Geh mir vom Arsch! Boah! Fuck, du lebst ja noch! Was ist so geil? Jetzt ist mir das Ding auch noch. Geh von meinem. Ach du. Geh mir aus dem Schritt und aus dem Gesicht auch bitte, wenn's geht. Würdest du bitte von mir weggehen? Du kleines Parasitenviech. Ich glaube, man muss von rüber rennen oder so. Mir reicht's. Ich Stecker. Rein damit. Was? Noch nicht? Ach, ich stehe wieder falsch. Haben wir es bald mal? Ja, ist ja gut. Mann, sind die nervig. Ist schon wieder einer auf mir drauf, ey. So, schnell, Stecker rein. Durch die Tür. Ich hoffe mal, die Ladezeit überlebt das Vieh nicht. Nö, sieht nicht so aus. Gut. Freut mich. Freut mich, freut mich. Was? Ada? Guckst du denn her? What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Yeah. Tell us about it. Leon, I know. You don't know anything. Sie weiß zum Beispiel nicht mal über die Soundbugs Bescheid. Ja, ich tu gerade. All right. We'll do this your way for now. Was sie eigentlich Leon hat sich gerade als Zicke herausgestellt, bla bla bla, bitch, bitch, bitch. Auf jeden Fall soll sie nicht mehr davonrennen, sondern mit mir mitkommen. Clever Idee. Ich habe sie jetzt dazu verdonnert, mir zu folgen. Und sie hat gerade
zugestimmt, das machen zu wollen. Oder, naja, zu wollen, bezweifle ich. Sie kommt halt erstmal mit. Weil sie muss. Irgendwas versteckt, oder? A cold draft is blowing in. Nee. Den Wind, den will ich nicht mitnehmen. Den Luftzug könnte aber halten. Blaue Kräuter! Brauche ich nicht. Im Moment zumindest. Ich lasse die mal da stehen. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Ah, das klingt auf den Speicher. Oh, da liegt noch ein Brief. Den lesen wir noch und dann... Sewer Manager Fax. User list for the connected facility. On the 1st and 3rd Wednesdays of the month, Angelica Margareth, Chief of Maintenance, will make use of the facilities. Be sure to reduce the moisture levels in the facility by activating the fan as the equipment she will be using to susceptible the effects of water vapors. On the 28th of every month, the chemical transporter Don Weller will use the facility. The chemicals he will be transporting are extremely volatile. Extreme caution should be observed throughout their transport. On the 6th and 13th of every month, Police Chief Brain Irons will visit the facility to attend the regular meetings that take place in the lab. On the 4th Friday of every month, of every other month, William Birkin will use the facility to conduct a training seminar for the Chicago branch of Umbrella Inc. As the probability of an attack upon Dr. Birkin will be high, take every measure considerably to guard his life. You will be informed of all other potential visitors and the times they will arrive as needed. Guide these individuals to their destination safely. We expect nothing but the best from you. Ziemlich uninteressant. Okay, also Chief Irons und Birkin besuchen das Ganze hier. Öfters mal. Interessant. Also jetzt überhaupt nicht. Das war ja sowas von... Ich glaube, den Schrank kann man... Ja, genau. Eine Riesentür dann da versteckt. Wozu nutzt man Schränke auch sonst? Natürlich zum Türen verstehen. Erste Hilfe-Spray. Lohnt sich ja richtig. So. Und ich werde auch mal die Folge erstmal beenden und mit Claire weitermachen. Wir sehen uns.